Wieso heißen Scheide und Vagina jetzt eigentlich Vulva? Und wo liegen da eigentlich genau die Unterschiede? Selbst die Hälfte der Frauen wissen bis heute gar nicht, was Vulva genau beschreibt. Dabei geht es um genau das, was oft mit anderen Worten benannt wird. Nämlich der sichtbare Teil des weiblichen Geschlechtsorgans. Das ist die Vulva. Die Vagina dagegen ist der innere Teil, nämlich die Verbindung zwischen Vulva und Gebärmutter. Außerdem beschreibt das Wort Scheide etwas Passives, wo man etwas reinstecken kann bei Bedarf. Wie das Schwert in die Schwertscheide. Irgendwie passt das nicht, würde ich sagen. Um sich von dieser Sicht zu lösen und auch die Enttabuisierung der Vulva und der weiblichen Sexualität voranzutreiben, ist es wichtig, Dinge richtig zu benennen. Was bei der Vulva sonst noch so passiert und wie sich die Wissenschaft endlich diesen Themen widmet, erfahrt ihr in der Schule gegen Sexismus.